Prinzessin Wilhelmine ist doch nicht taub. Mund auf. Zunge raus. Weiter. Mach mal A. Nochmal. Wunderbar. Gib mal einen Kuss. Morgen, Wilhelm. Guten Morgen, Fietchen. Guten Morgen, Majestät. Guten Morgen, Wilhelmine. Setzen. Wo bleibt denn Fritz? Josmann, meine Brille. Wir lesen am heutigen Tage das Gleichnis vom Seemann. Siehe, es ging ein Seemann aus zu säen. Und etlicher Samen fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor. Und etliches fiel auf den Weg, da kamen die Vögel unter dem Himmel und fraßen es auf. Ach, das ist ein Gewinn. Eh bien, je crois que cette fois, la chance tourne. La chance tourne. Oui, suivant, suivant. Oh, mais ben voyons. Marquis, que pensez-vous? Ah, ah, oh. Ça c'est que ça écrit. Oui? Votre Altesse a tort d'insister, elle n'a vraiment pas de chance ce soir. Perdu! Oh, quel dommage! 3000 Mark! Sie weiß nicht, was Sie wollen! Ah! Sie müssen doch zum Dienst! Wer auf dich? Wenn der Kunde kommt, wenn Sie nicht. 10 Mann suchen ihn von einer Stunde. Sie müssen doch wissen, wo der Kunde jetzt wieder mal schimpft. Nein, ich fürchte, Mutter. Fritz hat heute Nacht wieder gespielt. Hoffentlich mit Glück. Am Hofe meines Bruders. Die Schokolade ist wirklich ausgezeichnet. Am Hofe meines Bruders, des Königs von England, gilt das Spiel als durchaus adliges Vergnügen. Nur der König von Preußen macht ein Verbrechen daraus. Wir sind nicht in England, Mutter. Leider. Wir sind in Preußen. Aber König von Europa. Halt's Maul! Meine Uniform! Und mir Rad, Rad, mal schnell! Schließ mir die Tür! Endlich, du eines höchste Zeit, Majestät, schalte schon die Front ab.
Wunderbar sehen die Leute aus. Wunderbar. Gut euch Lob. Freut mich. Lob gern. Na nu, wen haben wir denn da? Den kenne ich ja gar nicht. Der Neuer. Jawohl, Majestät. In Bremen angeworben. 8 Fuß, 7 Zoll. Das ist ja, also das ist ja ein Prachtkerl. Wie heißt der? Zu Befehl, Majestät. Müller. Müller? Schöner Name. Müller ist so gut wie Uradel. Was, Rocco? Na, wie gefällt Ihnen denn in Potsdam? Fühlt er sich wohl bei uns? Zu Befehl, Majestät. Nein. Nein? Nein. Hat man schon sowas? Er fühlt sich nicht wohl als Grenadier des Königs? Warum nicht zum Teufel? Komm mal raus mit der Sprache, frei von der Leber weg! Ich habe ja gar nicht Soldat werden wollen, Majestät. So. So, so, er hat nicht wollen. Sieh mal an. Hat er das Handgeld genommen? Ja oder nein? Das habe ich genommen, Majestät. Na und? Aber ich war besoffen. Das geschieht ihm ganz recht. Warum besauft er sich? Er wird sich schon eingewöhnen hier bei uns. Haben sich ja alle eingewöhnt. Was, Kinder? Ja! Also! Melde mich gehorsam zur Stelle, Majestät. Leutnant von Katte. Majestät? Sei er seinem Freund, dem Kronprinzen von Preußen, dass ein Oberst meines Regiments nicht zum Dienst erscheinen darf wie ein Hurenkerl. Wenn der jüngste Rekrut der preußischen Armee es wagen würde, so schweinemäßig, so zum Ankotzen vor mir zu erscheinen, ich würde ihn aus der preußischen Armee hinausprügeln. Soll sich nach dem Dienst bei mir melden? Das glaube ich nicht. Eure Majestät dürfen versichert sein, dass England glücklich sein würde, wenn eine Heirat zwischen Prinzessin Wilhelmine und dem Prinzen von Wales zustande käme. Ich mag ihn aber nicht. Wenn mein erhabener Bruder, der König von England, jetzt nicht einwandfrei und deutlich Ja sagt, dann wird der König von Preußen einwandfrei und deutlich Nein sagen. Und alle Mühe ist umsonst gewesen. England wird untröstlich darüber sein, Majestät. Aber so schwerwiegende Entschlüsse verlangen Zeit und Überlegung. Und vor lauter Überlegung geht die Zeit verloren. Seine Majestät, der König. Ich werde zu gelegenerer Stunde, Majestät. Bleiben Sie nur da, Schweinchen. Was Sie mit meiner Frau zu sprechen haben, geht ja vermutlich auf mich an. Denken Sie, der Schweinchen hat uns gute Nachrichten aus England gebracht. So? Na, würde mich freuen. Wäre auch das erste Mal, dass mir aus England etwas Angenehmes käme. Wenn jetzt alles gut geht, sind wir am Ziel. Sehr netter Brief, sehr höflicher Brief. Nur die Hauptsache steht nicht drin. Ich weiß im Augenblick nicht, wovon Majestät sprechen. Ich spreche von den Herzogtümern Jülich und Berg. Mein Gott, jetzt fängt er wieder von Jülich und Berg an. Majestät, was... Ich will jetzt endlich einmal Klarheit haben. Bekomme ich Jülich und Berg, bekommt der Prinz auf Wales meine Tochter. Wenn nicht, kann mir die ganze englische Verwandtschaft einen Buckel runterrutschen. Also? Majestät... Also nein. Schön, dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Meine Empfehlung an meinen Schwager, den König von England, und ich werde meine Tochter mit einem deutschen Prinzen verheiraten. Mit einem? Jawohl, Madame, mit einem deutschen Prinzen, und zwar mit dem Erbprinzen von Bayreuth. Schwager, ich hoffe, Sie demnächst in der Tabagie zu begrüßen. Majestät, Majestät, königliche Hoheit. Majestät, sagen Sie mir, dass Sie nicht im Ernst gesprochen haben. Dass Sie diesen lächerlichen Erbprinzen von Bayreuth nur als einen Schachzug gegen England ausnützen wollen. Durchaus nicht, Madame. Der Erbprinz ist bereits in Berlin und wird heute noch sein Jawort holen. Das überlebe ich nicht. Versuchen Sie es mal, Madame. Dazu gebe ich nun und niemals meine Einwilligung. Ich habe meine Tochter. Für den Thron von England erzogen, ich weiß es. Aber bilden Sie sich ja nicht ein, dass ich nicht wüsste, wie Sie hinter meinem Rücken intrigieren, Pläne schmieden und Revolten unterstützen. Jawohl, Madame. Sie haben den Kronprinzen von Preußen schlecht erzogen. Sie haben sein Herz vergiftet gegen mich
Und jetzt versuchen Sie das selber auch noch bei meiner Tochter. Und dabei reicht Ihr Verstand nicht einmal so weit wie Ihre Nasenspitze. Sieh ich mal an, Kind. Glaubst du, dass ich es gut mit dir meine? Warum liebt ihr mich nicht? An mir klebt alles, Katze. Ich stinke wie ein Schwein. Der Roch hat mich herumgehetzt, das ist eine Strafe kassieren. Sei froh. Was sagst du? Sei froh. Du hättest verdient, in Dunkelarrest zu fliegen. Bist du Katze oder bist du der König? Ich bin Katze. Und dein Freund. Ich sage dir, ich habe mich heute bis in die Seele hinein für dich vor dem König geschämt. Du verteidigst ihn? Ich verstehe ihn. Ich bin Soldat. Ich habe dich nicht hergebeten, um mich von dir abkanzeln zu lassen. Was hast du denn erwartet? Hilfe, Katze. Katze, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss mit dir reden. Komm heute Abend zu mir. Wilhelmine wird auch kommen. Der König ist in der Tabagie. Wir sind ungestört. Ich muss mit dir reden. Worüber? Ich will fort. Bist du wahnsinnig geworden? Ich kann hier nicht mehr bleiben, Katze. Ich ersticke. Ich gehe zugrunde. Das heißt, du willst fliehen. Und du mutest mir zu, mir, dem Soldaten Katte, dem Kronprinzen von Preußen bei der Fahnenflucht zu helfen. Stimmt doch. Die königliche Hoheit werden noch zu spät zur Audienz kommen. Na, gib schon her. Diese verfluchte Montur wird noch einmal mein Sterbekittel. Eure Majestät, wir sind zwei Kavaliere mit Herz für die Jugend. 1000 Taler, 2000, 3000, 4000. Ruhe. Einer soll reden. Aber die Wahrheit. Gut. Ich werde die Wahrheit sagen. Lass mich Wahrheit sagen. Ich könne besser Wahrheit sagen. Ei, Junken. Die Summe will ich wissen. Bitte sehr, meine Majestät, bitte sehr. Bitte, Majestät. $4000. In einer Nacht. Es wurde falsch gespielt. Seine königliche Hoheit, der Kronprinz, haben selbst unterschrieben. Hier stehen sein Name. Maulerwetten. Seine königliche Hoheit, der Kronprinz. Soll warten. Gumko, lass er den beiden Monsieurs da aus meiner Privatschatulle 4000 Taler anweisen. Pardon, Majestät. Und die Zinsen? Was? Was der Zeug? Excusez, Majestät. Unser kleiner Verdienst, die Zinsen. Zinsen? Ja. Die sollte er haben. Merci, mille fois. Jeder 25, aber auf den Hintern. Dann über die Grenze. Raus! Ich kann das Gespräch nicht mehr sehen. Der Herr Generalfinanzdirektor. Wenn ich die Nadel nicht selber in jeden Brett stecke, dann geht überhaupt nichts voran. Und jetzt zu Ihnen, Herr Minister. Wie ist es möglich, dass die Bauern immer wieder darüber Klage führen, dass unsere Räte und Inspektoren Bewirtung und Pferde umsonst verlangen? Ja, Majestät, das... Das sind schlechte Räte, Herr Minister. Miserable Räte. Diätenräte sind das. Ein für einmal. Ich will nicht, dass meine Beamten mit meiner Bauernpferde spazieren fahren. Wer Geschenke annimmt, sich bestechen lässt, lass ich hängen. Zum Gnaden, Majestät. Aber die Arbeit ist kaum noch zu schaffen. Die vielen Akten, die zu erledigen sind, die vielen Prozesse. Es gibt leider zu wenig Schrifterfahrene. Zu wenig? Viel zu viel. Diese Schreiberseelen, diese verknöcherten Federfuchser, diese Tintenscheißer, die den gesunden Menschenverstand zwischen Aktendeckeln totdrücken, sind eine Pest für unser Land. Aber Ebersmann, er kann mir doch wenigstens andeuten, was der König von mir will. Ich habe ihm schon mal gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber Ebersmann! Hm? Eine Hand wäscht die andere. Ein so schlechtes Gewissen hat er. Wer ist noch drin beim König? Der Pfarrer vor der Garnisonkirche. Hat er auch was ausgefressen? Und nun, mein lieber Herr Pfarrer,
habe ich noch ein kleines Geschenk für ihn parat. Ein Geschenk? Weißt du? Ja, das wundert ihn, was? Muss aber sein. Ist nötig. Er predigt mir nämlich zu lange. Bin neulich beinahe zu spät zur Parade gekommen, seinetwegen. Und deshalb habe ich ihm hier eine Eieruhr mitgebracht. Eieruhr? Ja, die wird er an seiner Kanzel befestigen, damit er sieht, wann er Schluss machen muss. Santa raus, Predigt aus. Und natürlich ein Dank, Euer Majestät. Majestät, der Küchenchef. Ah, unser braver Küchenchef. Nur näher, meine Lieber, nur näher. Wir haben eine Frage an ihn zu richten. Eine ganz kleine hausväterliche Erkundigung. Es handelt sich nämlich um... Wo ist denn nun der Zettel hin? Ach ja, hier. Hier, ja. Es handelt sich um Hammelcarbonat. Wie war denn das mit den Hammelcarbonaden? Helf er doch meinem Gedächtnis ein bisschen nach, mein lieber Küchenchef. Da war doch ein Rezept. Wie? Das Rezept, Euer Majestät, stammt aus einem Bürgerhause. Stimmt. Wo Euer Majestät eines Abends zu Gast gewesen sind und Hammelcarbonaden gegessen haben. Richtig. Und dann? Haben sich Euer Majestät von der Hausfrau das Rezept aufschreiben lassen und mir befohlen, diese Hammelcarbonaden auf den königlichen Tisch zu bringen. Stimmt, genau. Wie aber kommt es nun, mein lieber Küchenchef, dass er mir für diese Hammelcarbonaden 3 Taler auf die Rechnung setzt, während sie doch nur 3 Groschen kosten? Majestät, sie kosten... Sie kosten 3 Groschen. Ich habe mich nämlich bei der Hausfrau erkundigt. Majestät. Ich werde dich lehren, deinen König zu bestehlen, du. Majestät! Komm rein. Wir wollen allein sein. Komm her, setz dich zu mir. Na? Wo warst du heute Nacht? Hast du meine Frage nicht gehört? Doch. Willst du mir nicht antworten? Ich habe gespielt. Hast du gewonnen? Also verloren. Wie viel? Na, wie viel, Fritz? 300 Taler. Wie viel? 300 Taler. Ist das auch wahr? Ja. Komm mal her, komm. Komm, sieh mich mal an. Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen, Fritz. Hast du wirklich 300 Taler verspielt? Oder waren es doch? Nein, Majestät, es waren 300 Taler. So. Komm mal her. Kennt er das? Warum lügt er mich an? Feigling in Farbe. Hat er nicht so viel Ehre im Leib,
was auf Ihr seiner Lumpereien gerade steht? Da! Da ist ein Spiegel! Siegen! Siegen! Das ist der Kronprinz von Preußen! Ein Lügner, ein Spieler, ein Feigling! Das ist der Mensch, der einmal König von Preußen sein soll! Bitte dich, nun sag doch irgendetwas. Verteidige dich doch! Jeder Mensch hat doch irgendetwas, wobei man ihn packen kann. Wobei kann ich dich packen? Bei der Ehre? Ein Feigling hat keine Ehre. Bei deinem Soldatentum? Du bist der schlechteste Soldat in der Armee. Bei deiner Sohnesliebe? Psst, siehst du, da muss ich lachen. Bei deiner Gottesfurcht? Für dich ist die Welt ohne Gott. Ich kann dich nicht zwingen, ein guter Sohn zu werden. Aber ein Mann zu werden, der seine Pflicht tut, dazu kann ich dich zwingen. Verlass dich drauf. Oberst Fritz. Er hat Arrest in der Kaserne. Er wird keine Besucher empfangen. Ich verbiete ihm die Lektüre französischer Bücher und verbiete ihm ganz besonders das Flötespielen. Bis auf Weiteres müssen die Signale der preußischen Armee seine musikalische Passion befriedigen. Hat er mich genau verstanden? Zu Befehl, Majestät. Melden Sie sich zum Arrest. Geh! Seiner Majestät den König. Was macht er denn da? Was glotzt er mich so an? Hat wohl in Potsdam noch nie einen gut angezogenen Mann gesehen. Ich bin der Erbprinz von Bayreuth. Aha. Was heißt aha? Melde mich dem König. Aber schnell, schnell! So will er zu seinem König? Zieh er sich einen Rock an! Sofort. Unmögliche Zustände. Hey, was, Mann, das ist ja ein Affe. Provinz, Majestät. Gefällt er dir? Gott, Majestät. Na, mir nicht. Den will ich mir mal gehörig vorkleppen. Manchmal täuscht der erste Eindruck. Habe ich das Unglück, Eurer Majestät zu missfallen? Augen sind gut. Schaut einen gerade an. Gefällt mir. Aber
was da sonst so an ihm so herumschlampampt. So Bändchen und Schleifchen und Fäbelchen. Gefällt mir gar nicht. Faxereien. Die Mode, Majestät. Ach, was Mode? Mode ist was für die Weiber. Ich denke doch, er ist ein Mann. Gott sei Dank, Majestät. Glaube ich nicht. Fordern Euer Majestät Beweise. Kerl, der sich schminkt wie ein Frauenzimmer und Locken hat wie ein Frauenzimmer und... Und nach in drei Teufelsnamen stinkt er eigentlich so. Oh, Majestät, drei Unzen dieses köstlichen Parfums haben mich in Paris 10 Louisdor gekostet. So. Seine Untertanen leben im tiefsten Elend und er kauft sich Parfums in Paris. Sowas habe ich gerne. So einen Schwiegersohn habe ich mir immer gewünscht. Vielen Dank, Majestät. Was? Will er mich foppen? Majestät, nein. Ich habe es mir immer gewünscht, der Schwiegersohn des Königs von Preußen zu werden. Ja, das glaube ich. Wegen der Mitgift, was? Sein Ländchen, habe ich mir sagen lassen, soll ja total verschuldet sein. Preußen war auch total verschuldet, als es von Eurer Majestät übernommen wurde. Und heute sind seine Finanzen die besten in ganz Europa. Stimmt, stimmt. Und er kann sich darauf verlassen, dass ich Preußens gute Finanzen nicht durch leichtfertige Schwiegersöhne gefährden werde. Wer meine Tochter mal heiraten will, der muss ja auch ernähren können. Gut, dann lasse ich mich als Grenadier anwerben in Eurer Majestät Armee. Denn für seine Grenadiere, habe ich mir sagen lassen, sorgt der König von Preußen wie ein Vater. Was die Schnauze anbelangt, dann könnte er ja beinahe ein Berliner sein. Aber was da neben der Schnauze sitzt, das gefällt mir nicht. Will er vielleicht darunter eine galante Krankheit verbergen? Aber Majestät. Sie, ich will mal gesunde Enkelkinder haben, Herr Erbprinz von Bayreuth. Ich auch, Euer Majestät. Kann er mir dafür garantieren? Jawohl, Majestät. So? Ja. Na. Also, wenn er das Herz ebenso auf dem rechten Fleck hat wie das Maul, da können wir, glaube ich, noch ganz gute Freunde werden. Auf Wiedersehen, Herr Damt. In der Tabagie. Apropos Richter, seid Sie auf der Hut. Der König wird sich den Spaß nicht entgehen lassen, seinen zukünftigen Schwiegersohn unter Tisch zu saugen. Bitte. Ich werde Ihnen beistehen, Hoheit.
Tisch. Damit spült man sich so allerhand runter, was? Na ja, Prinz, hoffentlich hat ihm der kleine Durchfall nicht geschadet. Bewahre! Mir scheint, dass manche der illustren Gäste hier auf diesem Stuhl schon Durchfall hatten. Ja, ja, das stimmt. Hat er recht. Ja. Hier muss der Hintern zugekniffen werden. Das war der Anfang. Nehmen Sie sich da. Unbesorgt. Ich pass jetzt auf. Na, Settendorf, Sie rauchen immer noch nicht? Nein, Majestät. Das habe ich mit dem Fürsten von Dessau gemeinsam. Das ist aber auch das Einzige, was wir beide gemeinsam haben. Rumko, nehmen Sie sich doch mal den Erbprinzen aufs Korn. Mach mal raus mit der Plempe. Sagen Sie mal, meine liebe Erbprinz, wie ich höre, beziehen Sie Ihren Tabak aus Holland, Ihr Bier aus Bayern, Ihr Parfums aus Frankreich. Was gibt's eigentlich in Ihrem Lande? Vor allen Dingen gibt es Schweine, Herr von Grunski. Grunski ist gut, was? Dass es Schweine gibt, das merkt man. Oh. Ja, nur haben unsere Schweine kurze, gedrungene, kräftige Schnauzen. Nicht so lange gebogene Rüssel, die überall wühlen. Sieh mal an, der sticht. Mit der heute wird's lustig. Geh was mal, schenke mal dem Erbprinzen ordentlich ein. Sagen Sie mal, mein lieber Erbprinz, was erzählt man sich denn so in der Welt über Preußen? Man erzählt nichts, Majestät. Man lügt. Zum Beispiel? Ich werde mich hüten, das zu wiederholen. Na, was damit? Ich will es wissen. Dass ich ein Narr wäre. Narrenfreiheit zu den Erbprinzen von Bayreuth. Die Maulsperre für Herrn von Seckendorf. Was heißt denn das, Maulsperre? Das ist eine Krankheit, die man mit Ohrfeigen heilt. Der hat sie gegeben. Ja. Der lässt sich nicht gefallen. Gefällt mir. Geh was mal. Man will Sie berauscht machen. Es gibt nur eine Rettung für Sie. Stellen Sie sich betrunken. Herr Erbprinz, was ist denn mit Ihnen los? Sie trinken ja gar nicht. Er hat wohl Angst. Ihr wird nicht gekniffen. Auf das Wohl des Erbprinzen von Bayreuth. Ein Hutzwort, der einen Tropfen übrig hätte. Prost! Majestät? Seien Sie nicht traurig, Herr von Kassel. Was verlangen königliche Hoheit eigentlich noch von einem kleinen Leutnant, den ihre Gnade kurze Zeit umspielte? Seien Sie doch vernünftig, Kassel. Bitte geben Sie mir mein Bild zurück. Liebe Stärke. Ach, Kassel, sterben ist nicht so leicht. Oft nicht so schwer wie Leben, königliche Hoheit. Was sind denn das für Nachtgedanken, Kassel? Wollen Sie mich traurig machen? Ich bin so viel liebefreundlich. Sie werden ihn also heiraten. Muss ich nicht? Er gefällt Ihnen. Er ist so heiter. Heiter? Heiter sind wir allerdings nicht. Nein, weiß Gott nicht. Ihr seid so heiter wie ein Erbbegräbnis. Ich würde des Teufels Großmutter heiraten, um von hier wegzukommen. Und ich werde hier wegkommen. Um Gottes Willen, sei vorsichtig. Wer weiß, wer hinter der Tür steht. Unbesorgt. Der Page Kalt hält Wache. Nun, hast du dir es überlegt? Ich kann nicht, Fritz. Du kannst nicht. Nein. Du hast ganz recht. Es gibt eben keine Freundschaft. Noch einmal das Allegretto, Wilhelmine. Sei doch nicht so grausam. Ich bin grausam. Ausgezeichnet. Aber versteh mich doch um Gottes Willen, Fritz. Die Katers waren Soldaten seit 500 Jahren. Ein Kater kann nicht zum Verräter werden. Außer an mir. Ja, Gott, du brichst mir alle Schwüre der Freundschaft. Du gibst mich einfach preis. Du überlässt mich der Verzweiflung. Aber ich bin grausam. Fritz,
Quäl mich doch nicht so. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß jetzt, was ich von der Treue der Katze zu halten habe. Du hast den Einsatz, Wilhelmine. Was ist denn? Warum weinst du? Ich weiß nicht. Ich hab so Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Der König kommt nie vor zwei aus der Tabagie und dann ist er meistens so besoffen, dass ihn seine Kerze ins Bett schleifen muss. Fritz, Fritz. Ach was, Fritz, Fritz. Ich hasse ihn. Verderben wir uns nicht den Abend? Also bitte, fang an. Sie, Herr Prinz, wie war das mit der Maulsperre? Ich will das wissen. Bitte. Der Kerl hat sein Gesicht wie ein Affenpopo. Ich muss ihm eine runterhaben. Hey, 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 doch. Er ist ja so betrunken. Na, so betrunken kann er doch gar nicht sein. Ach, was? Ich bin überhaupt nicht betrunken. Ah. Ich weiß ganz genau, was ich sage. So? Na, dann soll er mal eine Rede halten. Ja, ja. Ja, eine Rede. Eine Rede. Eine Rede. Eine Rede. Eine Rede. Eine Rede. Ihr könnt mich alle miteinander. Meiner Redner scheint er nicht klar. Ich kann nicht reden. Ich bin ja so traurig. Er soll doch eine Leichenrede halten. Auf Wiedersehen. Ja, wie kann man das machen? Ja, damit wir nicht länger zu suchen brauchen, auf mich. Majestät, mit solchen Dingen soll man nicht spaßen. Warten! Wer sagt, dass ich spaße? Meine Leichenrede, Herr Prinz. Aber die Wahrheit will ich hören. Das Ding gefällt mir nicht. Gute Nacht, Majestät. Sei doch kein Spielverderber. Nee. Hab ich hier geblieben? Du hast wohl Angst vor meiner Rede, Herr von Rojo. Nee. Nimm dir ein Beispiel an einem König. In einem Trauerhause hat Ruhe zu herrschen. Verdammt nochmal! Vergnügte Leid. So denn vergnügt? Ich denke, ich bin gestorben. Darum sind wir ja gerade vergnügt. Wilhelm der Erste, König von Preußen, mein lieber Schwiegervater. Na, ich sehe mich noch nicht auf dieser Hochzeit tanzen. Er besaß die seltene Gabe, durch seine verbindliche und charmante Art Menschen im Sturm zu gewinnen. Aber haben nämlich gefragt, ob er eine galante Krankheit hat. Niemals lieh er sein Ohr einem Zwischenträger. Spione und Verleumder wären an seinem Hofe kläglich verhungert. Treue blickte aus den Augen seiner Diener. Treue aus den Mienen seiner Ratgeber. Sein Geiz war schlimm, sein Jähzorn schlimmer. Durch die jungen Offiziere, mit denen er sich umgab, lernte er die Nöte und Kämpfe der Jugend begreifen. Prost! Allabendlich versammelte er die erlaubtesten Schöngeister der Nation um sich, verbrachte die Stunden in ästhetischem Gespräch über Kunst und Wissenschaft in der charmantesten, kultiviertesten Umgebung.
Nach dem Grundsatz, vor Gott sind alle Menschen gleich, verprügelt er seine Untertanen wie seine leiblichen Kinder, streng nach dem Bibelwort, wer seine Kinder lieb hat, der züchtigt sie. Aber aufhören! Jawohl! Seht ihr, der König will die Wahrheit hören. Wo sein Stock nicht hinreicht, tut ja doch in jeder, was er mag. Man soll nur Gutes von den Toten reden. Und darum feuchtfröhliche Trauergesellschaft. Da schupft mich immer einer. Ihr seid ja alle besoffen. Von Bayreuth. Falls er glaubt, er muss sich besoffen stellen, um mir die Wahrheit zu sagen, da kennt er seinen Schwiegervater, den König von Preußen, doch noch nicht. Gute Nacht miteinander. Der König von Preußen lebe! Vier Kerzen bei dem Mondschein. Sind wohl immer geschnappt, die Burschen. Noch dazu Wachs, was wohl teuer ist. Und dann werde ich mal ein Pfeillicht aufstecken. Na? Hört der was? Ja, Majestät, nicht auch? Was ist das? Ich würde es für eine Flöte halten, Majestät. Flöte? Soll denn hier und jetzt eine Flöte? Halt, Bursche! Geht rein! Der König! Halt! Halt! Geht rein! Schnell! Wohin? Mach rein! Rasch! Arrest hat, ja, dass ich ihm ausdrücklich verboten habe, Besuche zu empfangen? Ja, Majestät. Die infame Kanaille, warum ist sie dann hier? Majestät, ich habe Besuche. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Verteidige er seine Schwester nicht. Er wird Mühe genug haben, sich selber zu verteidigen. Eversmann, bringe die Prinzessin auf ihr Zimmer. Sie hat Arrest. Wache vor die Türen. Kommt er hierher? Er hat Arrest in der Kaserne. Wie kommt er hierher? Aus dem Fenster geklettert. Gut. Nobel, Prinzenmanieren. Aus dem Fenster klettern. Wie ein Stallknecht, der zur Viehmarkt will. Warum sperrt er mich ein? Hier spricht er mit seinem Königskujon. Hat meine Milde ihn frech gemacht? Hält er meine väterliche Schonung für Schwäche? Väterliche Schonung? Milde? Dass er mir alles nimmt, woran mein Herz hängt? Das nennt er Milde? Woran hängt denn sein Herz? Am Plunder! Am Gott von alle Welten! Hat er gearbeitet, wie ich befohlen habe? Nein! Aber Noten! Noten! Noten hat er geschrieben! Was mit den Noten? Weg! Thank you.
die Flöte eben zum Teufel gehen! Vater! Halt jetzt! Ein Jämmerling bist du! Wenn mein Vater mich so behandelt hätte, wie ich dich behandle, ich wäre ihm 10-mal davon gelaufen. Was ist das für ein Lappen, den du da hast? Wo hast du deine Montur? Ist es wahr, dass du die Montur deinen Sterbekittel genannt hast? Ja! Ja, 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 ja! Und wenn ich kann, würde ich diese verfluchte Montur in Fett reißen und sie mit meinen Händen zertreten! Mist, du! Es gibt kein Mord. Kein Mord für dich. Jetzt kenne ich dich. Dich muss man bewachen wie Feuer. Dich lasse ich nicht mehr aus den Augen. Nach Süddeutschland, wohin ich nächstens reise, wirst du mich begleiten. Ich werde dein Wächter sein. Dein unermüdlicher Wächter. Verlass dich drauf. Gegen den Kamin gefallen. Tut's weh? Nein. Du hast gehört. Ich musste ja. Und du willst mir nicht helfen. Ich werde dir helfen. Mutter, ich muss jetzt Abschied nehmen. Wo ist der Vater? Der kommandiert schon unten bei den Wagen. Mein guter Junge. Nimm das. Dank dir, liebe Mutter. Wenn ich nach England komme... Still um Gottes willen, ich darf davon nichts wissen. Geh jetzt. Man darf dich hier nicht sehen. Fritz, was ist denn? Man hat mir den Urlaub verweigert. Kochhof ist halt meiner mit. Ich schreibe dir, wo wir uns treffen. Leb wohl, Katze. Waldo! Majestät? Wie heißt das Dorf da vor uns? Steinfurt, Majestät! Reit der voraus und sorge für Quartier. Im Gasthof? Ach, was im Gasthof? Lass ein paar Scheunen für uns räumen. Befehl, Majestät! Kronprinz. Nebenan, Majestät. Wer ist noch hier außer mir? Der Oberst von Rochow und ich, königliche Hoheit. Ich will noch ein paar Schritte gehen. Bin wie gerädert von der Fahrerei. Wird's gelingen? Alles ist vorbereitet. Die französischen Kleider habe ich im Hof versteckt. Gut. In wenigen Stunden sind wir fort von hier. Aus all dem Druck, aus all der Enge. Dann soll ich König Johann weg. Vor Morgengrauen. Aber lauf jetzt, dass man uns nicht beisammen sieht. Gute Nacht, Kleid. Was macht ihr hier? Wollen königliche Hoheit sich nicht schlafen legen? Wird mir neuerdings auch verboten, Luft zu schnappen? Die Nachtluft hat ihre Tücken, königliche Hoheit, besonders wenn sie von Frankreich herüberweht. Was will er? Gute Nacht, sagt Majestät. Gute Nacht. Schlaf gut. Danke, Majestät. Gute Nacht.
Lasst das Licht brennen. Löscht das Licht aus. Offizier wünscht Eure Majestät zu sprechen. Was? Jetzt, mitten in der Nacht? Was will er denn? Eine Meldung von höchster Wichtigkeit, Majestät. Soll reinkommen. Wie heißt er? Katte, Majestät. Katte? Katte? Hauptmann Katte. Vetter des Leutnants Katte in Potsdam, Majestät. Na und? Seine königliche Hoheit, der Kronprinz, hat an den Leutnant Hans Hermann Katte einen Brief geschrieben, der falsch adressiert in meine Hände kam. Herr von Rochow! Ja, mein Herr. Mein ältester Sohn will mich verlassen. Der Kronprinz von Preußen will desertieren. Welcher Hundsfott hat das Eure Majestät weismachen wollen? Da. König Johann hier tun. Einen kleinen Morgenritt will ich machen, mein lieber Herr von Rochow. In dieser Tracht? Was gibt es los, Rochow? Müssen Sie mir von der Hand abschlagen, König Johann? Ich beschwöre Sie, kehren Sie um. Mein Ehrenwort, dass der König durch mich nichts erfahren wird. Alle Kurier nach Berlin. Der Leutnant von Katte ist wegen Hochverrats in Haft zu nehmen. Im Übrigen, abwarten. Bis wir auf preußischem Boden sind. Die Grenze von Frankreich ist nah, Majestät. In seinem Wagen, Majestät.
Königin Rojo. Er birgt mit seinem Kopf dafür, dass er den Kronprinzen nach Preußen bringt. Zeige er ihm den Brief. Erkennen, königliche Hoheit, die Schrift als die Ihre an? Ja. Warum wollten königliche Hoheit desertieren? Weil mich der König nicht wie seinen Sohn, sondern wie einen Sklaven behandelt. Seine Majestät haben dabei sicher stets nur an ihr Wohl gedacht. Das kann er gar nicht, denn er kennt mich nicht. Er kann aus seiner Welt mich gar nicht kennen. So. Er kennt dich nicht, weil ich seine Musikbücher und seine Flöterei nicht mag. Und meine Welt ist Preußen und nicht Frankreich und nicht Rom. Die Herodots und Tacitus und Livius, die können uns nicht helfen. Was wissen die von Ostpreußen und Pommern? Ihre feine Sprache, kann ich sie in der Armee gebrauchen oder in der Landwirtschaft? Für dich, du parfümierter Affe, sind meine Grenadierskanaillen, das weiß ich. Aber ein Französchen, ein Komödiantchen, das sind seine Abgötter. Ich aber sage ihm, wer hier in diesem Lande einmal herrschen will, er hat zu arbeiten und zu sparen und nicht zu lumpen. Die Grenadiers sind wichtig, nicht die Tanzmeister. Weiter mit dem Feuer. Haben königliche Hoheit denn nicht bedacht, was dieser unheilvolle Schritt für schweres Unglück über das ganze Land hätte bringen können? Politische Verwicklungen, Krieg vielleicht. Ich habe nichts bedacht, als dass ich diese Enge, diese Rohheit... Du, immer du! Es geht hier nicht um dich, es geht ums Land und nicht um einen Feigling ohne Ehre. Ich habe ebenso viel Ehre wie Sie, Majestät. Ich habe nur getan, was Sie an meiner Stelle längst getan hätten. Was? Ich? Zur Lumperei oder Frechheit? Dem Henker gebe ich dich. Ich nehme dir Thron und Tor. Das könnt ihr nicht. Ihr überhebt euch, Vater. Du willst mir sagen, was ich kann, Halunke? Stimmt. Hätten Sie mich, Majestät. Aber schonen Sie Ihren Sohn. Vor ein Kriegsgericht mit ihm. In Ketten nach Küstrin. Der Leutnant Hans Hermann von Katte wird zu lebenslänglicher Festungshaft verurteilt. Majestät, Herr Generalleutnant von Katten. Er soll kommen. Nicht doch. Was soll das heißen? Steh doch auf. Majestät, mit Angst erfülltem Herzen. Davon braucht er mir nichts zu sagen, lieber Katte. Glaubt er hier, sieht es anders aus? Natürlich weiß ich, was ihn zu mir führt. Wir haben beide schlechte Söhne.
Gott sei es geklagt. Sie haben Verbrechen begangen, die sehr leicht dem Land gefährlich werden konnten. Sie müssen bestraft werden. Gewiss. Aber mit dem Tod, Majestät, es ist mein einziger Sohn. Halt, halt, lass er mich reden. Den Tod, den habe ich selbst verfügt, das weiß er. Glaubt er, um mich zu rächen? Oder weil ich vielleicht wäre blutdürstig? Nein, weil diese verbrecherische Aktion eine so harte Strafe verlangt. Es ist besser, ein Leutnant Katte stirbt, als dass das Recht kommt aus der Welt. Nun wird er sagen, gleiches Recht soll sein. Ich bin ganz seiner Meinung. Der Fritz, der hat den Tod akkurat so verdient wie sein Junge. Wenn ich mich nun doch entschlossen habe, ihn am Leben zu lassen, so beileibe nicht wegen der Engländer und Franzosen, die mir da hineinreden wollen. Nein, weil ich glaube, es vor Gott nicht verantworten zu können. Denn ein Kronprinz gehört dem ganzen Lande und nicht mir allein, dem königlichen Vater. Dieser hat nur danach zu trachten, dass aus dem Jungen etwas Rechtes werde, damit er das mühselige, schwere, hohe Amt derens verwaltet. Um solches zu erreichen, habe ich nun vor, ihn härter noch und strenger zu bestrafen als euren Sohn. Was könnte härter sein als der Tod? Das will ich ihm sagen. Ich werde Order geben, dass der Leutnant von Katte soll vor Fritzens Augen hingerichtet werden. Damit er selbst mit ansehen muss, wohin dergleichen hochverräterische Aktionen führen mögen. Versagt dies letzte Mittel, dann beim Himmel endet auch mein Sohn durch Henkers Hand. Wenn's aber nicht versagt, dann hat der Tod des Leutnants Hans Hermann von Katte Preußen einen König geschenkt. Und nun entscheidet er selbst. Ich höre ihm gnädig zu. Ich werde mir einbilden, es ist Krieg. Und mein Sohn ist auf dem Felde der Ehre gefallen. Noch eine Bitte. Ich habe hier ein Bild, das mir sehr teuer ist. Wollt ihr es zugleich mit meinem Brief dem Kronprinzen aussenden? Verlassen Sie sich darauf, Herr von Katten. Befehl seiner Majestät des Königs, muss ich Ihrer Hinrichtung beiwohnen, Herr von Katte. Gott allein weiß, wie schwer es mir fällt. Gehorsamsten Dank, Oberst. Ich beklage mein Los nicht. Ich sterbe für einen Herrn, den ich liebe. Es freut mich, dass Sie so standhaft sind, Herr von Katte. Denn es steht Ihnen noch eine schwere Prüfung bevor. Sie werden den Kronprinzen sehen. Das ist der schönste Trost, den mir noch werden konnte. Herr Oberst, ich danke seiner Majestät, dem König, für diese Gnade. Oberst Fritz.
wollen Sie denn schon so früh? Ich habe die Order, den Oberst Fritz zu veranlassen, ans Fenster zu treten. Ich kann mich etwa umbringen. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Sagen Sie, dass das nur eine Komödie ist, eine grauenhafte Komödie, um mich zur Unterwerfung zu ziehen. Ich unterwerfe mich, hören Sie. Ich will hier gehorchen, aber sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Der Leutnant Hans Hermann von Katt ist zum Tode verurteilt. Aber Katt ist unschuldig. Ihr mordet einen Unschuldigen. Herr Kommandant, ich bitte Sie, ich beschwöre Sie. Lassen Sie die Hinrichtung aufschieben. König, lasst mich durch! Was geschieht, geschieht auf Befehl des Königs. Ich bin schuldig, ich allein! Ich will ja alles tun, was man verlangt. Ich will auf die Krone verzichten, auf mein eigenes Leben. Aber Gnade für Katte! Zu spät. Katte! Katte! Ich bin schuld an deinem Tode! Ich bin dein Mörder! Vergib mir, Katte! Vergib mir! Ich habe ihn nicht zu vergeben, mein Prinz. Wenn ich 1000 Leben hätte, ich würde sie mit Freuden für sie opfern. Katte! Katte! Herr Jesus, in deine Hände befehle ich meine Seele. Das Urteil an dem Leutnant Hans Hermann von Katte ist vollstreckt. Lieber standhaft. Bis zum letzten Augenblick. Ließ er sich binden? Nein, Majestät. Man soll ihm über sein Grab eine Ehrensalbe geben. Du hast doch gesagt, dass du mir verzeihst, Katte. Warum stehst du nun immer da und starrst mich an? Jede Nacht stehst du da. Jede Nacht weckt mich die Kälte, die von deinen Händen auf mich rinnt. Wenn ich träume, träume ich deinen Tod. Wenn ich wache, Wache! Wache! Was schießt vor meinem Fenster? Wen habt ihr heute gemordet? Sprich er doch! Niemand ist erschossen, Herr Oberst. Eine Ehrensalbe für den Leutnant von Katte. Eine Ehrensalbe? Auf Befehl des Königs. Ehrensalbe? Erst morden und dann... Der König mordet nicht. Sein Wille ist Gesetz. Und was sich ihm nicht beugt, muss er vernichten. Das Land zerfällt, das nicht ein Wille bildet. Auch ihr werdet einmal der König sein und werdet gehorsam fordern müssen. Wisst ihr, wie hart ihr seid, Herr Kommandant? Hart wie die Pflicht, die ihr einmal verkörpern sollt, königliche Hoheit.
werde dem König meine Unterwerfung schreiben. Verzeihung, Majestät. Soll ich den Prinzen jetzt nicht wiederholen? Er wird Majestät stören. Lass ihn nur. Er stört mich nicht. Ich werde ihn mir jetzt öfter holen. Weshalb bist du so scheu? Komm doch mal her. Was will er? Majestät, ein Schreiben aus Kestrin. Durch Eilkurier. Vater, darf ich weiterspielen? Ja. Ja, mein Sohn. Ja, du darfst weiterspielen. So, du machst zurück ins Kinderzimmer. Tudemeier! Tudemeier! Was? Schreibe einen Brief an Reichmann in Küstrin. Hey, Kommandant. Mein lieber Herr von Reichmann. Nachdem mein Sohn sich nunmehr meinem Willen unterworfen hat, ist es mein Wunsch, dass er in Zukunft soll größere Freiheit erhalten. Er soll zunächst auf der Domänenkammer arbeiten, dass er erfahre, wie viel Mühe es den Bauern kostet, so viel Groschen zusammenzubringen, die zu einem Taler gehören, um dereinst damit ratsam zu wirtschaften. Hat er sich hier bewährt, so soll er in das bedrängte Oderland geschickt werden, damit er dort an Ort und Stelle die Not seines Volkes kennenlernt. Was ist denn ein Bruch? Standquartier? Jawohl, Majestät. Wo ist der? Da drüben, bei der Arbeit. Bei dem Wetter? Da fragt mich nach dem Wetter. Lass er ihn rufen. Hier wohnt er also. Jawohl, Majestät.
Pläne sind von ihm. Ja, Majestät. In den letzten Jahren hat der Kronprinz durch Dammbau und Kanäle mehr als 150 Quadratmeilen guten Weizenboden gewonnen. Ja, wie sieht er denn aus, Rocco? Gut, wie? Sehr verändert, Majestät. Umso besser. Umso besser. Ist das dein Schritt? Sehr lohnt nach. Majestät. Da ist er also. Ihn lange nicht. Sehr lange. Man hat mir sehr viel Gutes über ihn berichtet. Ich wollte mir das einmal in persona ansehen. Ich erkenne darin die Güte meines gnädigen Vaters. Wir wollen uns setzen. Ich kann nicht lange stehen. Ich habe die Gicht. Das sind gemeine Schmerzen, sage ich Ihnen. Ich bedauere sehr, dass Eure Majestät leidend sind. Ach, nicht so wichtig. Ich habe gegen dich sehr streng sein müssen, Fritz. Hart sogar. Euer Majestät haben vollkommen recht gehabt. Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst, Majestät. Du hast nicht immer so gedacht. Dein Herz war voller Hass gegen mich. Von nun an werden Euer Majestät den gehorsamsten Sohn in mir finden. Ich habe dir eine Frau ausgesucht. Die Prinzessin von Braunschweig-Bever. Euer Majestät werden sicher die beste Wahl getroffen haben. Ich hoffe, du wirst gut mit ihr leben. Hast du etwas gegen diese Heirat? Nichts, Majestät. Natürlich musst du jetzt deinen eigenen Haushalt haben. Ich schenke dir die Herrschaft Rheinsberg. Dort kannst du dich einrichten, wie du willst, leben, wie du willst. Gehorsamsten Dank, Majestät. Auch deinen Degen wirst du wieder tragen und du bekommst dein eigenes Regiment. Gehorsamsten Dank, Majestät. Freust du dich? Zu Befehl, Majestät. Befehl. Gehorsamsten Dank. Hast du mir sonst gar nichts zu sagen, Fritz? Majestät, als Sie das Todesurteil an meinem Freunde, dem Leutnant von Katte, vollstrecken ließen, da glaubten Sie mir, Katte genommen zu haben. Sie irrten sich. Sein blutiger Schatten hat mich seitdem noch keinen einzigen Tag verlassen. Ich sehe ihn immer vor meinen Augen. Er steht auch jetzt zwischen Euer Majestät und mir. Und dann wollen wir beide wieder an unsere Arbeit gehen. Das wird für dich und für mich das Beste sein. Thank you.
Prinzessin scheint bezaubert von der neuesten Schöpfung ihres Gatten. Ob sie einen Anteil daran hat? Unter uns, sie ist vollkommen unmusikalisch. Aber sie ist eine kluge Frau, die einen Mann zu nehmen weiß, der weit weniger von der Wolken Venus hält, als von der sauertöpfischen Göttin Politik. Ein Bild, das wert ist, von Ihnen gemalt zu werden, Meister Payne. Ja. Die Gesandten Europas huldigen der aufgehenden Sonne. Ich danke Ihnen! Wunderschön! Wirklich? Wunderschön! Die Gesandten schmeicheln dem Kronprinzen. Das bedeutet Sonnenuntergang für den König. Königin Hoheit, ich höre, der König soll erkrankt sein. Falscher Alarm, mein lieber Bär. Darauf falle ich nicht mehr herein. Der König hat eine Bärennatur. Er überlebt uns alle. Wollen Sie nicht doch einmal in Berlin besuchen, Königliche Hoheit? Nur auf allerhöchsten Befehl. Ja. Darf ich bitten? Meine Lieben? Ein Minuet. Von selber kommt er. Soll er wegbleiben. Kann sehr gut ohne ihn auskommen. Habe ich ohne ihn leben müssen, dann kann ich auch ohne ihn sterben. Denken Euer Majestät doch nicht immer ans Sterben. Natürlich denke ich dran. Ihr alle denkt daran hier. Sitzt da um mich herum. Wie die Aasgeier und rechnet mir die Stunden nach, aber kann sein, dass ihr euch alle verrechnet. Der da auch, der da, den Rheinsberg, der sich schon als neue Sonne aufgehen sieht über Preußen, der schon Gesandte empfängt, den das Geschmeiß schon umwedelt, als wäre ich schon gestorben. Ich bin noch nicht gestorben. Ich bin noch da. Ich lebe noch! Ich bin nicht tot! Noch bin ich Herr und König! Majestät, ich bitte Sie dringend. Ja, ich weiß schon. Ja, hat ja alles keinen Zweck mehr. Aus. Eben aus. Ich will in Potsdam sterben. Majestät, die Anstrengung der Reise. Bei meinem langen Kerls. Bei meinen blauen Kindern. Ich habe es eben von der Kronprinzessin gehört. Er fängt jetzt heimlich an, die Regimenter zu verstärken. Der Kronprinz? Ja, er hat die hannoverschen 1500 Mann für sein Rupine-Regiment anwerben lassen. Also doch der Sohn seines Vaters. Ja, nur mit dem Unterschied, dass er alle Welt nach seiner Flöte statt nach dem Stocke tanzen lässt. Also der größere Sohn. Ja. Wovon ist die Rede, meine Herren? Von dem Vergleich der Flöte mit dem Stock, Königliche Hoheit. Meint ihr den Stock, mit dem man in Berlin die geistigen Probleme Preußens behandelt? Sehr richtig. Bravo. Den Stock, der als der einzige Ruhm des derzeitigen Königs von Preußen in die Geschichte eingehen wird. Glücklicherweise wird die Geschichte der preußischen Könige nicht von Dummköpfen aufgeschrieben, sondern von ihren Taten. Ja, es scheint mir nötig zu erklären, dass die Taten meines königlichen Vaters, den ich hoch verehre, ihn an die Spitze der größten Herrscher Europas stellen. Ich gebe zu, dass Sie zu groß sind, um von kleinen Geistern verstanden zu werden. Musik!
Meine Herren! Was ist das? Eine Gavotte. Sein, bevor der Kronprinz eintrifft. Sie müssen ihn mit jedem Mittel... Benno, ich fürchte, er wird ihn nicht mehr sehen. Das Bewusstsein fängt schon an zu schwinden. Der Kronprinz! Gott sei Dank! Nicht mehr.
bist du. Endlich bist du doch gekommen, mein Sohn. Mein lieber Vater. Ich will mein Sohn allein sein. Mein ganzes Herz dafür. Wohl. Papa.